Wir leben im Augenblick in einer Situation, in der wir ja alle große Schwierigkeiten haben, die Zukunft nun präzise vorherzusagen. Insofern finde ich, sind auch Ihre Wachstumseinschätzungen und die der Bundesregierung so weit nicht auseinander, denn 0,2% liegt mit Sicherheit weit unter der Fehlergrenze, die wir im Augenblick alle leisten können. Wir rutschen in einer Rezession und im Jahresvergleich wird die wirtschaftliche Leistung stagnieren. Und im nächsten Jahr wird die positive Entwicklung an dem Arbeitsmarkt zum Erliegen kommen. Wir werden einen leichten Rückgang der Erwerbstätigenzahlen haben und auch einen leichten Anstieg der Arbeitslosenzahlen in der Größenordnung von etwa 350.000 Personen. Die Geldbekommen zurückgehen, das ist das, was wir als Ökonomen als negative Anreize denken. Ja, natürlich beunruhigt die jeden Bürger von uns. Ich habe das Glück, dass ich noch in Baden-Württemberg, in einem relativ stabilen Land mit viel Mittelstand lebe. Aber für hier ist das, für Berlin und die Umgebung ist das, glaube ich, schon ein großes Problem, dass diese Finanzkrise jetzt in die Wirtschaftskrise umschwenkt. Ich bin eigentlich selber ja damit konfrontiert worden und jetzt auch noch ein bisschen krank dazu. Und es ist also dann schon sehr erschreckend. Und so ab 50 hast du ja sowieso gar keine Chance mehr. Also ich denke, die richtigen Maßnahmen sind eingeleitet und ich denke, vielleicht geht es nicht ganz so schnell vorwärts, aber große Beunruhigung besteht da nicht bei mir.